Hallöchen meine Lieben und willkommen zu diesem Dark Souls 3 Boss Guide zu Wort vom Nordwindtal. Und ja, es geht auch gleich weiter zur Bossübersicht. Hier sehen wir die Schwächen, Stärken und die Immunität des Bosses. Wollt ihr besonders viel Schaden machen, dann nimmt Schlagschaden, nicht Stoß- oder Hiebschaden. Ihr solltet es auch bestimmt mit Stoß- oder Hiebwaffen schaffen, aber sind halt ein bisschen schwächer. So, ja, Dunkelheit und Feuer, wenn wir das noch irgendwie verzaubert bekommen, dann machen wir noch mehr Schaden. Ich glaube, am Anfang ist das eher nicht möglich. Deswegen gehen wir jetzt weiter zum Gameplay. Und ich zeige euch, wie ihr den Boss ausspielen könnt. Ja, der liebe Wort vom Nordwindtal ist ein etwas, ja, genauso wie der erste gediegenere Typ. Er haut ab und zu mal zu und macht keine langen Combo-Angriffe. Ihr könnt immer schön unter ihn rollen, an den Hintern ran oder am Bauch stehen, geht auch. Und dann haut ihr einfach schön drauf und macht Schaden. Allerdings beginnt er irgendwann die Phase zu wechseln und wird dann rumrasen. In dieser Phase ist Timing besonders wichtig. Das heißt, wenn er auf euch zugestürmt kommt, dann macht eine Rolle nach vorne, so wie ich das hier gleich mache. Und damit weicht er ihm dann gut aus. Wenn ihr das zweimal schafft, oder ich kann auch sein, dass es manchmal dreimal ist, dann beginnt er an seinen Frostatem zu casten, einfach an der Seite vorbeilaufen, schönen Schaden machen und danach geht er wieder in den Nahkampf. Dort solltet ihr auf jeden Fall schön ausweichen. Am besten nicht am Bauch stehen, immer hinter ihn gehen und versuchen, seinen Schlägen zu entgehen. Er wird teilweise etwas wilder und da solltet ihr euch drauf einstellen. Es ist keine Schande, hier ein paar Mal getroffen zu werden, wenn man es nicht kennt. Aber ich denke, ihr kriegt das gut hin, wenn ihr die Tipps beherzigt. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Erfolg bei dem Boss. Alles Gute. Und falls es euch gefallen hat, Däumchen nach oben nicht vergessen. Falls ihr Bock habt, könnt ihr auch mal auf twitch.tv/melideas jeden Tag von 18 Uhr bis 0 Uhr vorbeischauen. Und ja, die Zeiten können sich in der Zukunft ändern. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Bis denne und tschüss.